Kapitel 13: Materialismus, Humanismus, Monismus. 124. Atheismus ist ein weiter Bereich, der verschiedensten Philosophien und Weltbilder umfasst. Jeder Materialist ist ein Atheist, aber nicht jeder Atheist ist ein Materialist. Denn es gibt auch Atheisten, die okkulte und esoterische Weltbilder vertreten, und wieder andere, die ihren Atheismus religiös ausformulieren, insbesondere in Form des Deismus. Obwohl materialistische Atheisten meinen, Realität beschränke sich auf die physikalische Materie, wissen andere Atheisten, dass Materie nicht nur in physikalischer Form existiert, sondern auch in feinstofflicher, und dass in den entsprechenden feinstofflichen Welten Wesen leben, die mit magischen Praktiken evoziert werden können. 125. Humanismus ist heute ein synonymer Begriff für Atheismus, weil Atheismus unsympathisch klingt und sich nur durch eine Negation des Theismus definiert. Humanismus im ursprünglichen Sinn war eine Bewegung der Aufklärung, durch die der Mensch sich vom Diktat der monotheistischen Religionen und von deren Aberglauben befreien wollte, um ein umfassenderes Verständnis der Realität, in Klammer Gott, Welt, Mensch, anzustreben zu können. Humanismus kann auch theistisch sein, in Klammer Absatz 77. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ist der Begriff Humanismus aber per Definition vom Atheismus übernommen worden. Im Jahr 1933 wurde ein Humanist-Manifesto veröffentlicht, dem 1973 das Humanist-Manifesto 2 und 2000 das Humanist-Manifesto 3 folgten. All diese Manifeste vertreten ein atheistisches Weltbild, entweder direkt in Form des Materialismus oder indirekt in Form des Deismus. Die moderne humanistische Bewegung entstand ausgehend von den USA, als Antwort auf die Monopolansprüche der vielen christlichen Gruppierungen, von denen sich eine zunehmende Anzahl von Intellektuellen abgestoßen fühlte. Viele dieser Intellektuellen gingen jedoch, wie es für die Welt der Dualität typisch ist, vom einen Extrem in die andere und meinten, Monotheismus könne durch Atheismus, in Klammer, genannt humanistischer Naturalismus, evolutionärer Humanismus und so weiter, überwunden werden. 1928 wurde in den USA die Zeitschrift The New Humanist gegründet, in Klammer, ab 1941 The Humanist. Diese Publikation zeigte und zeigt unzweideutig, dass Humanismus heute ein Synonym für Atheismus ist. So hieß es zum Beispiel in der Ausgabe 1-1954 in einem Artikel von Professor Harold Titus: Humanismus sei eine Religion ohne Gott, und humanistische Naturalisten betrachten das Universum als aus sich selbst heraus existierend und nicht erschaffen. Sie haben alle Vorstellungen von einem Übernatürlichen und alle Formen von kosmischer Unterstützung aufgegeben. 1933 wurde das erste humanistische Manifest, in Klammer, A Humanist Manifesto, veröffentlicht, verfasst von zwei führenden amerikanischen Humanisten, Professor Roy Wood Sellars, Autor des Buches Evolutionary Naturalism, in Klammer 1922, und Raymond Bragg, einem unitarischen Theologen und Pastor, der auch Co-Redaktor der Zeitschrift The New Humanist war, in Klammer in den Jahren 1935 bis 1936.
Chefredaktor. Sie verkündeten: Die Zeit des Theismus ist vorbei, und vertraten eine Weltsicht auf der Grundlage des Glaubens an ein materiell evolviertes Universum ohne übernatürliche Faktoren. 34 prominente Persönlichkeiten unterschrieben dieses Manifest, allen voran Professor John Dewey, der Begründer der Functional Psychology und der Reformator des öffentlichen Schulsystems in den USA. 1949 erschien das Buch The Philosophy of Humanism von Dr. Corliss Lamont, das auch heute noch ein Standardwerk der atheistisch-humanistischen Philosophie ist. Darin wird programmatisch gesagt, Humanismus bedeute Ablehnung des Supranaturalismus. Humanismus im genauesten philosophischen Sinn impliziert eine Weltanschauung, in der die Natur alles ist und in der es nichts Übernatürliches gibt. In Klammer Seite 22. Im Humanist Manifesto 2 von 1973 wird diese materialistische Ansicht erneut hervorgehoben. Wir sehen unzureichende Beweisgründe für den Glauben an die Existenz des Übernatürlichen. Er ist entweder bedeutungslos oder dann irrelevant für die Frage des Überlebens und der Entfaltung der menschlichen Rasse. Die Aussage, die Existenz des Übernatürlichen sei als Thema entweder bedeutungslos oder dann irrelevant, ist erstaunlich kurzsichtig. Fragen wie: Gibt es höherdimensionale Welten und Wesen? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Sind bestimmt nicht bedeutungslos für unser Leben. Dennoch unterzeichneten Hunderte von namhaften Persönlichkeiten aus der akademischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Welt dieses atheistische Glaubensbekenntnis. Im führenden Humanismusverlag der USA, Prometheus Books, erschien 1976, kurz nach der Veröffentlichung des Humanist Manifesto 2, das Buch Critics of God, in Klammer Gottkritiker, ein Sammelband mit Artikeln von führenden atheistisch-humanistischen Autoren. Darin finden sich folgende prägnante Beschreibungen, warum die atheistische Weltsicht Humanismus genannt wird. Es ist nicht so, dass Gott in eine entlegene Region verbannt wird. Punkt, Punkt. Die Erkenntnis ist, dass es keinen Gott gibt, zu dem man in Beziehung treten könnte. Was bleibt ohne Gott noch übrig? Der Mensch und das Universum. Das sollte reichen. Es muss reichen, weil dies alles ist, was es gibt. Dieselbe Weltsicht vertrat auch das Humanist Manifesto 3, das im Jahr 2000 in der Zeitschrift Free Inquiry veröffentlicht wurde, verfasst von dem Chefredakteur Professor Paul Kurz. 2005 erschien in Frankreich das Buch von Michel Onfray, 3T de Atheologie, 2007 in englischer Übersetzung unter dem Titel Atheist Manifesto, The Chase Against Judaism, Christianity and Islam, in Klammer, siehe Absatz 4. 2006 ließ Onfray seinen atheistischen Manifest, ein Manifest des Hedonismus, folgen. La puissance de exister manifeste hedonisete, deutsch, die reine Freude am Sein, wie man ohne Gott glücklich wird, in Klammer 2008. 2005 wurde in Deutschland ein Manifest des evolutionären Humanismus veröffentlicht, verfasst von Michael Schmidt-Salomon, dem Geschäftsführer der Giordano-Bruno-Stiftung, in Klammer, nicht zu verwechseln mit der Giordano-Bruno-Gesellschaft,
die nichts mit diesem atheistischen Manifest zu tun hat und es ausdrücklich ablehnt. Dieses Manifest ist wahrscheinlich das deutlichste und offenste Bekenntnis des Humanismus zu einem materialistischen und neodarwinistischen Atheismus. In Klammer, siehe Zitate Absatz 127, 131 und 140. 126. Anhand der Symbolik von Licht und Schatten wird deutlich, worin die Beschränktheit der atheistischen und non-theistischen Weltbilder besteht. Licht hat ein eigenes, vom Schatten unabhängiges Dasein und symbolisiert das Absolute, das Spirituelle, die Einheit, Schatten, das Relative, das Materielle, die Zweiheit, in Klammer Polarität. Innerhalb der harmonischen, sich ergänzenden Zweiheit, in Klammer Polarität, kann eine spaltende, gegensätzliche Zweiheit, in Klammer Dualität, entstehen. Denn Relativität umfasst sowohl Polarität als auch Dualität, in Klammer Absatz 65. Wer Materie für die einzige Realität hält, beschränkt die Realität auf das Relative. In der Symbolik von Licht und Schatten bedeutet dies, dass man Schatten und Dunkelheit zur einzigen Realität erklärt und dann von dieser Position aus versucht zu verstehen, was Licht ist. Dies ist die philosophische Problematik aller atheistischen Lehren. Sie wollen Licht, in Klammer Realität, von der Dunkelheit, in Klammer Relativität, her definieren. Was ein falscher Ansatz ist, denn Licht ist nicht dasselbe wie Dunkelheit und ist auch nicht die Summe aller Dunkelheit, das Gegenteil von Dunkelheit oder einfach Abwesenheit von Dunkelheit. Licht hat ein eigenes, vom Schatten und Dunkelheit, Sternchen, unabhängiges Dasein und kann von der Dunkelheit nie erreicht werden. Denn Dunkelheit ist per Definition vom Licht getrennt und kann das Licht so lange nicht erreichen, wie sie Dunkelheit bleibt. Ebenso können Menschen Realität nie umfassend verstehen, solange sie sich auf das Relative, in Klammer Materielle, beschränken und das Absolute aus dieser getrennten Denkposition heraus betrachten. Sternchen. Die Begriffe Schatten und Dunkelheit werden hier synonym verwendet. Dunkelheit ist ein isolierter Schattenbereich. Um Missverständnisse zu vermeiden, sei hier betont, dass all diese Analogien sich nur auf die symbolische Bedeutung der Begriffe Licht und Schatten, Dunkelheit, beziehen. Selbstverständlich besagen diese Analogien nicht, Schatten oder Dunkelheit seien als physikalische und natürliche Phänomene etwas Böses oder Schlechtes. Nacht ist genauso wichtig wie der Tag. Wir können nicht nur im Licht leben. Schatten sind erfrischend, vor allem in der Hitze. Sterne können wir nur dank der Dunkelheit sehen. Sonne und Mond sind für das Leben auf der Erde von gleicher Wichtigkeit. Nacht und Dunkelheit ermöglichen Erholung und Erneuerung und so weiter. Wie bereits in Absatz 85, 107, 111 bis 113 und 122 dargelegt, kann die Symbolik von Licht und Schatten, Dunkelheit, mit zwei unterschiedlichen Bezügen verwendet werden. Einerseits für die Darstellung der Beziehung des Absoluten zum Relativen, andererseits für die Illustration des Gegensatzes von Einheit, Gottesbewusstsein und Getrenntheit, Gottabgewandtheit. 127. Eine erste Variante, wie man Licht von der Dunkelheit her definieren kann, lautet: Dunkelheit ist gleich Licht. In dieser symbolischen Ausformulierung ist klar, dass etwas nicht stimmt. Wir wissen, Licht ist nicht dasselbe wie Dunkelheit.
Doch das heute vorherrschende Weltbild, der Materialismus, besagt genau dies. Relativität ist gleich Realität. Das heißt, Materie ist die einzige Realität. Der Materialismus nennt sich auch Naturalismus. Die Lehre, dass es nur Natur, in Klammer, Materie und nichts Übernatürliches gibt. Die heute vorherrschenden Ansichten in der Wissenschaft und Philosophie werden vom Materialismus bestimmt, wie dies besonders deutlich durch die Evolutionstheorie zum Ausdruck kommt. Diese besagt, es gibt nur das materiell Wahrnehmbare. Alles, was im Universum existiert, auch Leben und Bewusstsein, lässt sich mit den Gesetzen der Wissenschaft erklären. Am Anfang war die Materie, dann entstanden Galaxien und Sonnen mit ihren Planeten, wie zum Beispiel unser Sonnensystem. Nachdem sich die glühende Kruste der Erde abgekühlt hatte, entstanden zufällig aus der anorganischen Urmaterie erste organische Bausteine. Als sich diese Bausteine zusammenfügten und eine genügende Komplexität entwickelten, entstand die ersten einzelligen Lebewesen und aus diesen die ersten Pflanzen und die ersten Tiere. Aus einigen Fischen entstanden Amphibien, aus einigen Amphibien gingen Reptilien hervor und aus einigen Reptilien Säugetiere. Alles durch eine Akkumulation zufälliger, kleiner, nützlicher Genmutationen. So entstanden die Primaten und die ersten Hominiden, Urformen. Als diese affenähnlichen Tiermenschen ein genügend großes Gehirn entwickelten, entstand das Bewusstsein. Das heißt, an einem bestimmten Punkt erlangte das Gehirn des Urmenschen eine Komplexität, die eine Selbstwahrnehmung ermöglichte. Diese Theorie, die heutzutage für eine wissenschaftliche Weltsicht gehalten wird, ist nicht wissenschaftlich, sondern Materialismus. Eine Weltsicht auf der Grundlage des Glaubens, es gibt nur Materie. Die Reduktion von Realität auf die Materie führt zu einem linearen, evolutionären Denken, das nur materielle Ursachen mit einbezieht und vom Glauben ausgeht, Leben und Bewusstsein seien das Produkt von ausschließlichen materiellen Ursachen. Gemäß diesem Glaubenssystem muss Bewusstsein ein Produkt des Gehirns sein. Es darf keinen feinstofflichen Körper und kein Leben nach dem Tod geben. Genau diese materialistischen Hypothesen wollen Hirnforscher wie Ramachandran, Searle und Dennett, in Klammer Absatz 4, experimentell beweisen. Und ihre Ansichten werden von Richard Dawkins in seinem Buch Der Gotteswahn vorbehaltlos und gerne übernommen. Im Manifest des evolutionären Humanismus werden sie bereits dogmenhaft als, in Klammer, angeblich, wissenschaftliche Tatsachen verkündet. Doppelpunkt. Das sogenannte autonome Ich ist ein Produkt unbewusster neuronaler Prozesse. Geistiges beruht auf körperlichem. Willensfreiheit im strengen Sinne ist eine Illusion. Religiöse Visionen sind auf Überaktivität im Schläfenlappen zurückzuführen und so weiter. In Klammer Seite 12. Die pseudowissenschaftliche Behauptung, immer wenn der Schläfenlappen überaktiv sei, entstünden religiöse Visionen, folgt einer verkehrten Logik, die Ursache und Wirkung verwechselt. Nicht das Hirn verursacht geistige Impulse, sondern geistige Impulse verursachen Reaktionen im Hirn. Unser Bewusstsein richtet sich auf bestimmte Inhalte aus. Und diese Bewusstseinsausrichtung erzeugt auf der mentalen Ebene, in Klammer, in der Psyche, eine entsprechende Frequenz, mit der bestimmte Bilder, Gedanken und Emotionen empfangen werden. Diese mentalen, in Klammer, psychischen Impulse erzeugen auf der physischen, in Klammer, somatischen Ebene
entsprechende Reaktionen angefangen im Hirn. Ein grundlegendes Argument des Materialismus lautet: Wir können durch eine biochemische Beeinflussung des Körpers, in Klammer, durch Drogen, Psychopharmaka, Strahlungen, Stress, Angst und so weiter, das Wahrnehmungsvermögen und das Gefühlsempfinden des Menschen verändern, was beweist, dass die Bewusstseinsfunktionen des Menschen durch das Gehirn und die entsprechenden hormonellen Reaktionen erzeugt werden. Aber auch hier liegt eine voreilige Schlussfolgerung vor, die in keiner Weise zwingend ist. Zwischen Psyche und Physis besteht unzweifelhaft eine wechselseitige Beziehung, weshalb über die Physis auch die Psyche beeinflusst werden kann. Aber dies bedeutet nicht, dass die Physis, in Klammer das Hirn, die Psyche und das Bewusstsein erzeugt. Manipulationen verändern die Wahrnehmung und das menschliche Bewusstsein, aber nicht das ursprüngliche Bewusstsein der Seele. Die von den Materialisten vielbeschworene Aktivität der Schläfenlappen ist eine psychisch-somatische Reaktion und keine eigenständige Ursache. Zu behaupten, die Aktivierung einer bestimmten Hirnregion sei die Ursache der entsprechenden Gedanken, Emotionen und Visionen, ist genauso uninformiert wie die Behauptung, TV-Sendungen würden vom Fernsehapparat produziert und eine Manipulation am Fernsehapparat führe zu einer Veränderung der TV-Sendung. Tatsächlich ist es für die Biologen ein großes Rätsel, wie nicht physische Ursachen psychische Reaktionen auslösen können. Wie kann ein Gedanke, ein Gefühl, ein inneres Bild im Körper eine Reaktion auslösen? Und umgekehrt, wie kann ein chemischer Stoff im Körper auf die geistige Wahrnehmung einwirken? Wo ist die Verbindung? Diese Fragen werden von materialistischen Biologen und Psychologen banalisiert und heruntergespielt. Denn nur schon diese einfache empirische Gegebenheit wurde bei einer genauen Betrachtung das materialistisch-reduktionistische Menschenbild widerlegen. Die Behauptung, religiöse Ideen seien das Ergebnis einer Überfunktion des Gehirns, ist nicht nur eine Anekdote des materialistischen Glaubens, sondern eine gefährliche Ideologie, in Klammer, siehe Absatz 44 und Anmerkung 11. Als nächstes ist im Buch eine Zeichnung vorhanden, die ich jetzt versuchen werde zu beschreiben. Es handelt sich um eine Stufe und auf jeder Stufe ist eine Weltsicht vertreten. Ich werde jetzt mit der untersten beginnen. Auf der ersten Stufe, untersten Stufe, ist der Materialismus. Als nächstes kommt der Holismus. Dieser ist in zwei Teile geteilt. Der Pantheismus mit einem Pfeil weiter zum Panentheismus. Und der zweite, der Deismus. In der nächsten Stufe haben wir den Dualismus, in Klammer Monotheismus oder Gnosis. Auf der nächsten Stufe haben wir den Monismus. Dieser ist wieder in zwei Teile geteilt, der theistische, in Klammer Brahman-Erkenntnis, und der atheistische, materialistischer oder esoterischer. Auf der höchsten Stufe ist das Gottesbewusstsein, Theismus, Paramatma und Bhagavan-Erkenntnis. Dann unterhalb der Stufen ist noch eine Beschreibung, die ich jetzt vorlesen werde. Die verschiedenen Weltbilder können mit den Stufen einer Treppe verglichen werden. Jede Stufe hat die Eigenschaft, dass wir sie zum Hinaufgehen oder zum Hinuntergehen verwenden können. Ebenso kann man jedes Weltbild auf eine Gott zugewandte oder Gott abgewandte Weise verstehen. Am Anfang mögen beide Richtungen ähnlich aussehen, da sie von denselben Grundannahmen ausgehen. Aber die Konsequenzen zeigen, dass sie diametral auseinandergehen. Grundlegend sind die drei Ebenen der menschlichen Entwicklung zu unterscheiden,
Gottabgewandtheit, Gottzugewandtheit und Gottesbewusstsein. 128. Wenn man Materie für die einzige Realität hält, bedeutet dies nicht, dass man gezwungenermaßen einen engen materialistischen Horizont hat. Es bedarf nur einer offengeistigen Naturbetrachtung, um zu einem umfassenderen Weltbild zu gelangen, das als nächste Stufe auf der Treppe der Weltbilder Holismus genannt wird. Holismus, abgeleitet vom griechischen Wort holos, ganz, gesamt, umfassend, ist ein Sammelbegriff für die verschiedenen Formen von ganzheitlichen, in Klammer, holistischen Weltbildern, in denen die materielle Erscheinungswelt als sich selbst organisierende Ganzheit gesehen wird. Es gibt nur Materie und Energie. Materie und Energie sind die zwei Aspekte derselben Realität und erzeugen durch die in ihnen inhärent enthaltenen Gesetze alle physikalischen und biologischen Informationen und Formen. In der Symbolik von Licht und Schatten besagt der Holismus, Licht ist nicht einfach gleich Dunkelheit. Licht ist die Gesamtheit von Dunkelheit in allen Schattierungen. Realität wird hier definiert als die universale und allumfassende Totalität von Materie, wobei die ihr innewohnenden Gesetzmäßigkeiten als Geist der Materie, als implizite Ordnung, als kosmisches Quantenpotenzial und so weiter bezeichnet wird. Der Holismus ist eine Stufe, von der man, wie bei allen Stufen, in eine gottzugewandte und in eine gottabgewandte Richtung gehen kann. Die gottzugewandte Form des Holismus ist der Pantheismus, in Klammer, Absatz 80. Die gottabgewandte Form der Deismus. Diese oftmals als Synonyme aufgefassten Begriffe werden hier zur philosophischen Unterscheidung auseinandergehalten, denn sie beschreiben zwei Konzepte, die in ihrer Ausgangslage zwar ähnlich klingen, aber bei einer konsequenten Ausformulierung in entgegengesetzte Richtungen führen. Damit soll jedoch nicht gesagt werden, dass jeder, der sich als Deist bezeichnet, automatisch in eine gottabgewandte Richtung geht. In Klammer, säkulare Einweihungsgesellschaften, wie zum Beispiel die Freimaurer, bezeichnen sich offiziell als Vertreter des Deismus. Man kann auch als Deist Gott zugewandt sein. Eine solche Person wäre gemäß der hier dargestellten Systematik dann einfach ein Pantheist. Die kritische Betrachtung zeigt, dass der Deismus, in Klammer Absatz 116, in eine gottabgewandte Richtung führt. Bezeichnenderweise stammt Deismus als einziger der hier verwendeten Begriffe aus dem Lateinischen, abgeleitet von Deus, Gott. Latein hängt historisch von dem Römischen Reich, in Klammer Imperium Romanum, und ideologisch von dem Gedanken des Imperialismus zusammen, der auch heute die Weltpolitik bestimmt. Wie dies in der ebenfalls lateinischen Formel auf der amerikanischen 1-Dollar-Note zum Ausdruck kommt. Novus Ordo Seclorum, neue Weltordnung. Die deistische Form des Holismus besagt: Licht ist die Totalität aller Schatten. Wenn man die Gesamtheit und Einheit der Dunkelheit erkennt, ist man im Licht. Realität ist hier gleichbedeutend mit der Totalität von Materie, inklusive aller inhärenten Naturgesetze. Der Unterschied von Gott und Welt wird aufgehoben. Gott und Welt werden als eine materielle Einheit gesehen. Gott ist die Welt und die Welt ist Gott. Realität, in Klammer Gott, wird im Deismus reduziert auf einen materiellen Allmechanismus, in Klammer Absatz 116, und man glaubt an eine Selbstorganisation der Materie.
Dieses Konzept eines Allmechanismus wird in der Personifikation als Baumeister des Universums bezeichnet. Der Gott, in Klammer Deus, des Deismus, ist kein allgegenwärtiges, ewiges Bewusstsein, in Klammer Individuum, sondern ein kosmisch-materieller Allmechanismus, durch dessen Gesetz die Schöpfung hervorgebracht und permanent organisiert wird. Dieser materielle Deus ist deshalb in religiöser Formulierung ein Schöpfer, der nicht in der eigene Schöpfung eingreift, eben weil er nichts anderes ist als die Totalität von Materie mit den ihr innewohnenden Naturgesetzen. Das atheistische Gottesbild des Deismus besagt in seiner weiteren Ausformulierung: Materie, Gesetz, ist höher als Bewusstsein und Individuum. Was wiederum bedeutet, Verkennung der Individualität Gottes. Weil es letztlich keine Vielheit und Individualität gibt, gibt es keine Verantwortung vor Gott und kein wirkliches Gut und Böse. Gott ist die Natur und die Natur ist Gott. Und die Natur wird beherrscht von gnadenlosen Gesetzen, zum Beispiel von der unvermeidlichen Gegebenheit, dass die Stärkeren die Schwächeren fressen. Dasselbe gelte in verfeinerter, evolvierter Form auch für die Menschen. Lehren hochgradige Vertreter des Deismus. Denn der Mensch sei ein Produkt der Natur, in Klammer Materie. Ausbeutung, Raubtierkapitalismus, Finanzfaschismus und so weiter seien deshalb etwas Natürliches. Seit den 1950er Jahren sterben täglich 20.000 bis 30.000 Menschen an Hunger und Unterversorgung. Und die Regierungen nehmen dies als normal hin. Denn dies sei der Preis des Fortschritts und entspreche dem Gesetz der Evolution. Durch die Verabsolutierung der Natur und der Naturgesetze führen der Deismus und der Naturalismus wie der offene Atheismus zu einer luziferischen Selbstrechtfertigung des Negativen. Das Böse wird verharmlost und zur Notwendigkeit erklärt, in Klammer Absatz 114, weshalb keine Notwendigkeit mehr besteht, das Böse zu überwinden. Die praktischen Folgen dieser Weltsicht sind ethischer Relativismus, Pragmatismus, Zynismus und Opportunismus. Wir tun, was notwendig ist, und zum Notwendigen gehört auch das Böse. 129. Die Verabsolutierung der Materie und der Naturgesetze, wie dies im Materialismus, Naturalismus und in universeller Form im Deismus geschieht, hat problematische Konsequenzen. Denn Gesetze wirken immer mechanisch, physikalisch-mechanisch, quantenmechanisch und in geistig-mechanischer Kausalität. Die Gesetze von Aktion und Reaktion werden in den holistischen Weltbildern nicht mehr nur auf die Physik, sondern auf das gesamte Dasein angewendet. Was natürlich richtig ist. Einige sprechen hier von göttlicher Bestimmung. Andere von Schicksal, in Klammer Fatum, wieder andere vom Gesetz des Karma. Die Frage ist nur, ob das jeweilige Verständnis von Karma ganzheitlich ist oder nur Halbwahrheit. Letzteres ist bei der gottabgewandten Form des Holismus der Fall. Diese Weltsicht besagt: Alles geschieht nach dem Gesetz von Aktion und Reaktion. Es gibt keinen Zufall. Was im Leben geschieht, ist eine Reaktion auf das, was man mit den eigenen Aktionen ins Leben gerufen hat. Wenn jemand reich oder arm ist, entspricht dies den kosmischen bzw. deistischen Gesetzen, das heißt den Gesetzen Gottes. Wenn wir globale Macht haben, entspricht dies also den kosmischen Gesetzen. Ebenso wie die Tatsache,
dass es unsere Aufgabe ist, mit dieser Macht auf der ganzen Welt für Frieden und Ordnung zu sorgen. Denn nichts ist möglich ohne die entsprechende Ursache. Die Tatsache, dass wir zum Beispiel einen Krieg anfangen können, entspricht also ebenfalls den kosmischen ist gleich göttlichen Gesetzen, genauso wie das Schicksal derer, die im Krieg zu leiden haben. Wenn gewisse Menschen leiden müssen, ist das ihr Karma, genauso wie es unser Karma ist gleich unsere Bestimmung ist, mächtig zu sein. Wäre es nicht das Karma der betroffenen Völker, Opfer zu sein, könnten wir nicht Krieg gegen sie führen. Die Tatsache aber, dass wir es können, zeigt, dass dies ihr Karma ist und dass alles den kosmischen Gesetzen entspricht. Selbst wenn gewisse Leute meinen, dem sei nicht so, alles ist richtig so, wie es ist. Alles ist eine notwendige Erfahrung. Was in diesem Gedankengang geäußert wird, ist nicht Unwahrheit, sondern Halbwahrheit. Karma wird hier mit Prädestination gleichgesetzt. Und das ist eine verhängnisvolle Einseitigkeit. In Klammer ist gleich Halbwahrheit. In der etwas Entscheidendes übersehen wird. In Klammer siehe Kapitel 24 Schicksal und freier Wille. 130. Die Gott zugewandte Form des Holismus ist der Pantheismus. Wörtlich All-Gott-Sicht. Während im Deismus gesagt wird, die Welt ist Gott, das Universum ist Gott, sagt der Pantheismus, Gott ist die Welt, Gott ist das Universum. In Klammer Absatz 80, 85. Mit einer pantheistischen Sicht wird Gott in der Natur gesehen. Gott ist das Leben und die im Leben wirkenden Harmonie, weshalb man der Natur und jeglichem Leben mit höchstem Respekt begegnet. Der bekannteste europäische Exponent des Pantheismus war Baruch de Spinoza, in Klammer 1632 bis 1677. Die Form des Pantheismus, die er formulierte, entsprach weitgehend einem theistischen Monismus. Es gibt nur eine Substanz, in Klammer Gott, die jedoch unterschiedliche Formen annehmen kann. Der Pantheismus sieht Gott nicht als eine lebendige, bewusste Individualität, sondern beschränkt Gott auf die Materie. Der Deismus übernimmt diese Sicht und sagt, Gott sei nichts anderes als ein materielles Schöpfungsprinzip. Der Pantheismus und der Deismus setzen Gott mit dem materialistischen Universum gleich, was praktisch gleichbedeutend ist mit Materialismus und Naturalismus, in Klammer ist gleich Atheismus. Deismus ist Atheismus für denjenigen, die nicht auf den Begriff Gott verzichten wollen. Pantheismus ist Theismus für diejenigen, die Gott noch atheistisch, in Klammer, naturalistisch, monistisch verstehen. Arthur Schopenhauer sagte deshalb, Pantheismus sei ein höflicher Atheismus, Sternchen. Zur klaren Unterscheidung lässt sich auch sagen, Pantheismus ist Gott zugewandter Atheismus. Sternchen. Überhaupt ist der Pantheismus nur ein höflicher Atheismus. Die Wahrheit, dass Pantheismus besteht in der Aufhebung des dualistischen Gegensatzes zwischen Gott und Welt, in der Erkenntnis, dass die Welt aus ihrer inneren Kraft und durch sich selbst da ist. Der Satz des Pantheismus, Gott und die Welt ist eins, ist bloß eine höfliche Wendung, dem Herrn Gott den Abschied zu geben. In Klammer aus Neue Paralipomena 2 zur Geschichte des Philosophie, Absatz 58.
Der Schritt vom pantheistischen Atheismus zu einem theistischen Naturverständnis wird durch den Panentheismus vollzogen, durch die alles in Gott Lehre, das heißt die Erkenntnis, dass alles in Gott enthalten ist, in Klammer Pan, All, En, In, Theos, Gott. Während der Pantheismus sagt, Gott und die materielle Welt, in Klammer das All, seien identisch, sagt der Pantheismus, dass die materielle Welt in Gott ruht und lebt, dass Gott aber nicht identisch mit der materiellen Welt ist. Gott wird hier nicht auf die Materie und Energie beschränkt. Gott ist der Geist in der Materie, die kosmische Intelligenz, und gleichzeitig ist er mehr als nur Geist in der Materie und kosmische Intelligenz. Der Pantheismus entspricht der Paramatma-Erkenntnis, in Klammer Absatz 106. Gott offenbart sich durch die Natur, das heißt, der große Geist, in Klammer Manitou, wie die amerikanischen Ureinwohner ihn nannten, wirkt in der gesamten Schöpfung. Der göttliche Geist ist allgegenwärtig und ermöglicht das Leben der Pflanzen, der Tiere, der Menschen, der gesamten Natur und des gesamten Kosmos. Durch alles spricht Gott zu uns, wenn wir nur zuhören. Der Kosmos ist nicht aus einem Chaos oder dem Nichts hervorgegangen, sondern aus der göttlichen Ordnung. Ordnung ist vorgegeben. Der Mensch kann Ordnung nicht schaffen. Er kann die Ordnung nur stören oder mit ihr harmonieren. 131. Der Monismus. Von griechisch Monos, eins, einzig, allein. Besagt, alles gehe letztlich auf eine einzige Urenergie bzw. Ureinheit zurück. Alles ist eins. Auf der philosophischen Treppe, die von der Dunkelheit ins Licht führt, stellt der Monismus die höchste Stufe dar, denn er kommt dem Licht am nächsten, kann aber auch am weitesten vom Licht wegführen. Der theistische Monismus entspricht der Brahman-Erkenntnis und wurde bereits in Absatz 105 beschrieben. Der atheistische Monismus existiert in zwei verschiedenen Formen, materialistischer Monismus und metaphysischer Monismus. Materialistischer Monismus ist eine andere, genauere Bezeichnung für den Materialismus, in Klammer Absatz 127. Denn dieser besagt, alles Existierende, auch Leben und Bewusstsein, seien aus einer einzigen Urenergie, aus der Materie, hervorgegangen. Der materialistische Monismus definiert Realität als das Universum, das heißt die Gesamtheit, Einheit aller Materie. Zu welcher Weltsicht führt dieses Weltbild? Eine der deutlichsten und ehrlichsten Formulierungen findet sich in einem Buch von Richard Dawkins, River Out of Eden, A Darwinian View of Life, in Klammer 1995. In einem Universum mit blinden physikalischen Kräften und genetischer Verdoppelung werden manche Menschen verletzt, andere haben Glück und man wird darin weder Sinn noch Verstand noch irgendeine Gerechtigkeit finden. Das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, mit denen man rechnet, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht. Nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. In Klammer Dawkins, und es entsprang einem Fluss in Eden. Seite 151. In einem Interview mit dem Magazin Focus, in Klammer 52, 1996, Seite 145, sagte Dawkins wörtlich dasselbe
Und auch in Schmidt-Salomons Manifest des evolutionären Humanismus wird diese Stelle mit voller Zustimmung als Glaubensbekenntnis zitiert, in Klammer Seite 25f. Wenn das materielle Universum die letzte Realität darstellen würde, dann wäre Realität tatsächlich nichts anderes als die Totalität aller Energie. Das Absolute wäre dann ohne Willen, ohne Absicht, ohne Maßstab für Gut und Böse und erst recht ohne Gerechtigkeit und ohne Erbarmen. Energie wirkt mit blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Eine knallharte Formulierung, die als Seitenhieb gegen all jene Religionen gedacht ist, die an einen Gott der Liebe und der Gnade glauben. Gemäß dem Weltbild des materialistischen Monismus ist ein solcher Gott eine Illusion. Realität oder Gott ist nichts anderes als neutrale Energie. 132. Dieselbe Schlussfolgerung vertritt auch der metaphysische Monismus, der die Grundlage des Deismus und der atheistischen Esoterik darstellt. Jener Weltbilder, die Glaubenssätze vertreten wie alles ist eins, alles ist Gott, alles ist eine notwendige Erfahrung. Auf der Licht-Dunkelheit-Symbolik angewandt, besagt die metaphysischen monistischen Theorien, Licht ist ein Produkt von Dunkelheit oder die Abwesenheit von Dunkelheit. Wer dieser falschen Logik folgt, Dunkelheit kann nicht aus sich selbst heraus aufgelöst werden, meint, das Absolute sei nichts anderes als eine homogene Totalität von Energie, in Klammer, ist gleich Non-Dualität. Und weil Gott Energie sei, sei er in sich selbst nicht vollständig und brauche die Materie und damit auch das Böse, um sich selbst zu erkennen. Aus diesem Denkschema heraus sind in Europa im Lauf der Jahrhunderte verschiedenste Luzifer-Theorien entstanden, mit denen sich Okkultisten, Deisten und Alchemisten gegen die monotheistischen Dogmen der herrschenden Religionen wandten, insbesondere gegen derer Verteufelung des Teufels und aller Teufelsanbeter, in Klammer Inquisition, Hexenverfolgung und so weiter. Viele Kritiker gingen dabei ins andere Extrem und schufen Weltbilder, durch die sie das Böse als etwas Notwendiges darstellten. Gewisse gnostische, rosenkreuzerische, freimaurerische und theosophische Geheimlehren vertraten deshalb Erklärungsmodelle, die von folgenden Gedanken ausgehen. Gott als Einheit muss sich ein Gegenüber schaffen, um sich selbst wahrzunehmen zu können. Dieses Gegenüber war als zweiter Gott Gott gleich, nur mit dem Unterschied, dass er nicht wusste, dass er ein geschaffenes Wesen ist. Dieses Wesen, in Klammer Luzifer, schuf sich deshalb eigene Welten aus Materie und wurde zum Herrn der Materie, zum Herrn der Welt. Durch die Materie und durch die Zusammenarbeit mit dem Menschen kann der Herr der Welt Selbsterkenntnis erlangen. Erleuchtung, Erlösung, Vollkommenheit erfordert daher die Erkenntnis der verborgenen Wahrheit, dass wir dem zweiten Gott dienen müssen, nicht dem ersten. Denn durch den zweiten dienen wir dem ersten. Ein weiterer Schritt in dieser Argumentationslinie führt zu Aussagen wie: Gott und Teufel sind die zwei Gesichter derselben Realität. Ohne Dunkelheit gäbe es kein Licht. Ohne Dunkelheit hätte das Licht keine Kraft. Ohne Dualität gäbe es keine Individualität. Ohne Dualität wäre unser Leben ein Nichts. Wir verdanken dem sogenannten Bösen die Möglichkeit, dass wir uns entwickeln können. Solche Ansichten sind die logische Konsequenz des Glaubens,
Die Realität jenseits der Dualität sei nur eine neutrale Einheit, in Klammer Non-Dualität. Wäre dem so, gäbe es Individualität tatsächlich nur im Bereich der Relativität und Dualität, Licht und Dunkelheit, wären voneinander abhängig und würden sich gegenseitig bedingen, was zu den oben erwähnten Weltbildern führt. Das Böse existiert jedoch nur in der Dualität und die Welt der Dualität ist nur ein relativ kleiner Bereich des gesamten Kosmos, von der absoluten Welt jenseits des Relativen ganz zu schweigen. Wer aufgrund einer monistischen oder dualistischen Weltsicht die Individualität des Absoluten verkennt, projiziert den Maßstab des dualen Denkens auf Gott und erzeugt intellektuelle Erklärungsmodelle, die postulieren, Gott allein sei nicht erkenntnisfähig und brauche ein Gegenteil und so weiter. Diese Ansicht würde nur stimmen, wenn Gott nichts anderes als eine neutrale Non-Dualität ohne Individualität, ohne Bewusstsein, ohne Willen, ohne Liebe und ohne Gnade wäre. Das theistische Gottverständnis betont gerade deshalb neben der Non-Dualität auch die Individualität Gottes. Weil Gott Bewusstsein und Willen hat, haben auch wir einen freien Willen, angefangen mit dem erst erschaffenen Wesen. Niemand muss in Harmonie und Einheit leben und niemand muss die Harmonie und Einheit verlassen. Das Böse ist nicht notwendig, aber innerhalb der Welt der Dualität unvermeidlich. In Klammer Absatz 111 bis 113. 133. Der Atheismus ist in vielerlei Hinsicht einseitig und widersprüchlich. Einerseits wird gesagt, die Gesamtheit, Einheit der Materie, in Klammer das Universum, sei die höchste Realität. Und hinter dieser stehe kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse, denn sie wirke mit nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Gleichzeitig klagen die Atheisten Gott an und sagen, wenn es Gott gibt, warum gibt es dann das Böse? In Klammer Absatz 110. Woraus sie folgern, weil es Böses in der Welt gibt, kann es keinen Gott geben. Damit vertreten sie folgende Theorie. Wenn es Gott gäbe, dürfte es nichts Böses geben. Betrachten wir diese Theorie etwas näher. Warum greift Gott nicht ein, wenn Kinder getötet, Kriege geführt, Länder ausgebeutet oder Terroranschläge inszeniert werden? Gott schweigt und schaut tatenlos zu, stellt für die Menschen weder Trost noch Schutz dar, sagen die Atheisten. Die einzige Entschuldigung für Gott ist, dass er nicht existiert. Die erste Gegenfrage lautet: Ist der Atheismus ein trostvolles Weltbild? Der Atheismus, der besagt, unser Leben und Leiden hätten keinen Sinn, es gäbe keine höhere Gerechtigkeit, letztlich auch kein Gut und Böse? Das Gottesbild, das die Atheisten hier anklagen bzw. einfordern, ist extrem anthropomorph. Welche Art von Gott meinen die Atheisten mit ihrer Forderung? Soll Gott als Hand vom Himmel niederfahren? Soll er als Herkules erscheinen und mit der Keule um sich schlagen? Soll er als Blitz die Täter auf der Stelle verbrennen? Falls ja, ab welcher Stufe von Grausamkeit sollte Gott physisch eingreifen? Nur bei Morden oder auch in Kriegen? Auch bei Selbstmorden? Und was ist mit denjenigen, die nicht selber töten, aber durch ihre Manipulationen und Entscheidungen für Millionen von Menschen Tod durch Krieg, Hunger oder Ausbeutung bewirken? Sollte Gott auch bei geheimen Treffen von Hochfinanzmagnaten auftauchen und diese Drahtzieher vaporisieren? Und was ist mit Erfindungen, die viele Menschen in den Tod reißen,
zum Beispiel die Erfindung des Autos. Heute sterben täglich viel mehr Menschen auf der Straße als durch Terror. Hätte Gott auch die Herren Dieseln, Benz und Ford stoppen sollen? Erwarten Atheisten wirklich, dass Gott ständig als konkrete Figur auftritt und Menschen stoppt und jeder bösen Handlung zuvorkommt? Dann wäre Gott verantwortlich und nicht der Mensch. Es gäbe keinen freien Willen und der Mensch wäre nur noch eine virtuelle Figur in Gottes Computerspiel. Genau dies besagt das Weltbild des Atheismus-Materialismus. Der Mensch sei ein seelenloses Wesen in einer gottlosen und sinnlosen Welt. Während das theistische Realitätsverständnis von der Absolutheit der Individualität ausgeht, geht der Atheismus von der Absolutheit der Materie aus und sagt uns Menschen in letzter Konsequenz: Ihr seid keine Individuen. In der gottabgewandten Umsetzung führt dies zu dem, was bereits in Absatz 118 bis 119 angedeutet wurde. Welche konkreten Dimensionen damit verbunden sind, ist Thema des nächsten Kapitels. Ende des 13. Kapitels.